Wir sind heute bei einer Veranstaltung aus der Reihe Blue Monday. Wir machen das seit eigentlich Anbeginn des Rockhauses. Montags, wie schon der Name sagt. Die Reihe ist mir persönlich besonders über die Jahre ans Herz gewachsen, aus dreierlei Gründen. Erstens ist es sozusagen ein hedonistischer Wochenbeginn, Arbeitsbeginnentwurf. Der zweite Grund ist, wir haben es beim Blue Monday Publikum und ein besonders im besten Sinne kritisches Publikum, kenntnisreiches Publikum. Und der dritte Grund ist natürlich, Blue Monday beschäftigt sich stilistisch sozusagen mit den Wurzeln der gesamten Pop-Musikliteratur. In Wirklichkeit geht es uns darum, dass wir Künstler und Künstlerinnen, Musiker buchen für diese Reihe, die schon ein bisschen sozusagen Geschichte, musikalische Erfahrung am Buckel haben. Es gibt ja gerade in diesem Blues-Rock, Blues, Rhythm and Blues-Sektor Leute, die schon seit Jahrzehnten eigentlich um die Welt touren. Und es macht riesen Spaß, mitzuerleben, wie sozusagen bei diesen Musikern und Musikerinnen noch immer das Feuer brennt. Also nicht unbedingt eine Nachwuchsreihe, da gibt es andere Programmbestandteile, sondern Erfahrung und Feuer.